Manche japanische Holzverbindung scheint auf den ersten Blick unmöglich. Ein Beispiel dafür ist der doppelte Schwalbenschwanzzapfen. Wir zeigen, wie die Verbindung funktioniert. Zum Anreißen wird der japanische Winkel-Sashigane und ein spitzer Bleistift verwendet. Die Hölzer haben einen Querschnitt von 45 auf 45 mm. Der Zapfen geht komplett durch. Die Länge von 45 mm wird ringsum angezeichnet. Der obere Schwalbenschwanz wird auf beiden Seiten innen 10 mm, außen 5 mm schmäler als die Materialbreite angezeichnet. Der Zapfen verjüngt sich über die gesamte Länge von 30 mm innen auf 15 mm außen an der Stirnseite. Beim Anzeichnen ist die Schenkelbreite des Sashigane mit 15 mm sehr praktisch. Zum Anreißen des Schwalbenschwanzes an der Stirnseite wird das Werkstück hochkant eingespannt. Die Grundbreite des Schlitzes wird mit 45 mm an der Oberseite angerissen und auf die Seiten übertragen. Die Tiefe des Schlitzes ist von oben gemessen innen 30 mm und an der Stirnseite außen 15 mm. Beim Anreißen des oberen Schwalbenschwanzes werden vorne bzw. an der Stirnseite jeweils 5 mm und innen wieder je 10 mm abgesetzt. Von diesem Versatz nach innen verläuft der Schwalbenschwanz jeweils zum Grund des Schlitzes nach außen auf die komplette Breite. Zum Schlitzen des Schwalbenschwanzzapfens wird die Ryoba verwendet. Diese Japansäge besitzt zwei unterschiedlich gezahnte Seiten. Die Seite mit der gröberen Dreiecksverzahnung ist ideal für Schnitte längs zur Holzfaser geeignet. Der erste Schnitt ist ein leicht schräger Längsschnitt.
Anschließend wird das Werkstück um 90 Grad gedreht. Der erste Sägeschnitt dient beim zweiten und dritten Schnitt als Orientierung bzw. Führung auf der abgewandten Werkstückseite. Die Säge läuft fast wie von selbst in der vorgegebenen Schräge. Zum Absetzen wird die Dosuki, eine Japansäge mit Rückenverstärkung und dünnerem Sägeblatt, verwendet. Erst jetzt fällt das erste Teil aus der Verbindung. Achten Sie darauf, dass die Absetzschnitte alle exakt am Grund des Zapfens verlaufen. Zum Fertigen des Schlitzes wird das Werkstück mit einer Zwinge auf die Werkbank gespannt. Mit der Dosuki werden die Flanken des Schlitzes eingeschnitten. Um nicht über den Grund des Schlitzes hinaus einzusägen, wird das Werkstück mehrfach gewendet. Bei den letzten Sägeschnitten ist darauf zu achten, dass die Schnitte genau in den Ecken des abgeschrägten Schlitzes enden und nicht darüber hinaus gesägt wird. Ein zusätzlicher Sägeschnitt, etwa in Stemmeisenbreite, erleichtert das folgende Ausstemmen des Schlitzes. Zum Ausstemmen des Schlitzes wird das Werkstück zunächst auf die Seite gedreht und der Grund mit leichten Schlägen mit einem breiten Eisen markiert. Mit einem schmäleren Stemmeisen wird das Material zunächst grob aus der Verbindung entfernt. Auch auf der Außenseite wird der Grund des Schlitzes zuerst mit dem breiten Stemmeisen markiert. Nachdem das Meisterholz grob entfernt wurde, können der Grund geglättet und die Ecken der Verbindung geputzt werden. Das Stemmeisen wird hierbei nur von Hand geführt und nicht mehr geschlagen. Voraussetzung dafür ist ein gut geschärftes Werkzeug. Jetzt werden die Werkstücke auf Länge abgesetzt.
Die Verbindung passt. Mit dem Japan-Hobelkanner wird die Verbindung geputzt. Fertig. Bei Diktum finden Sie original japanische Werkzeuge, die Sie für die Herstellung der traditionellen Verbindungen benötigen, sowie zahlreiche Handwerkskurse rund um das Thema Holzbearbeitung.